Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen Trend Raider Box. Das ist diese hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in die März-Edition zu schauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Trend Raider Trend Box erscheint monatlich, kostet ab 29,95 und ihr könnt mit meinem Code Claudi 15% sparen. Das ist schon mal eine gute Geschichte, ne? Und ja, ich finde die immer sehr cool, weil wir haben hier mindestens 7 Produkte drin, die sehr nachhaltig unterwegs sind und ja, halt auch so Trendsachen halt, ne? Also Neuheiten, crazy Geschichten und ich lasse mich gerne von dieser Box inspirieren. Ich bin extrem gespannt, was wir jetzt im März hier drin haben werden. Es kommt jetzt so langsam ja Richtung Frühling, wir gehen in den Garten, wir sind draußen, wir, ne? Genießen die Sonne und dass der Frühling überhaupt wieder eingezogen ist. So dieser Jahreszeitenwechsel ist jetzt quasi am Start. Und das bin ich gespannt drauf, wie diese Box quasi das Ganze dann umgesetzt hat. Weil das ist eben das Spezielle an der Trend Raider Box, dass die sich auch wirklich extrem immer dann an der aktuellen Situation so orientiert. Und das finde ich echt cool. Handmade in Berlin with Love, also aus Berlin kommt die Box. Und ich entferne mal hier dieses Füllmaterial. Ja. Damit nichts in der Box rumfliegt, war da Füllmaterial drin. Und so schaut dann die Box aus. Wir haben hier ein Seidenpapier, was mit einem Klebi zugemacht ist. Und auf dem Klebi steht Blooming Garten. Ich glaube, dass der blühende Garten dann quasi im März unser Motto sein wird. Okay, erstmal allerhand Flyer begrüßen mich und ich sehe schon Produkte in dieser Box und finde sie direkt großartig. Okay, wir haben hier eine Karte mit da drin, mit Liebe gepackt von Christine. Die Karten sollte man aufbewahren und wenn du alle Karten von 1 bis 10 hast, gewinnst du eine große Geschenkbox, ne? Die musst du dann irgendwie dort einschicken und dann bekommst du eine Specialbox, deswegen bewahre ich die auch immer schön auf. Dann habe ich von der lieben Jana hier noch ein Kärtchen bekommen, weil ich ja die Kooperation habe. Also vielen, vielen Dank, liebes Trend Raider Boxenteam, dass ich auch diesen Monat wieder eine Box vorstellen darf. Wir bedanken uns herzlich für die Kooperation mit dir und wünschen dir viel Freude beim Unboxing. Ganz liebe Grüße, Jana. Das ist lieb, ne? Sie selbst unterschrieben mit Kuli, das sehe ich. Und hier haben wir eine Lady drauf abgebildet, Blooming Garden. So sieht die Lady aus. Und die steht im blühenden Garten, finde ich schön. Ich habe euch übrigens auch immer Timestamps hier reingepackt, weil ich erzähle gerne, gerade bei solchen etwas außergewöhnlichen Boxen, sehr viel. Ich erzähle halt gerne viel. Herzlich willkommen, das ist ein YouTube-Kanal. Ich wäre nicht hier, wenn ich ein schweigsamer Typ wäre. In der März-Ausgabe mit Fantasie in den Frühling deine Blooming Garden Box. Die Natur erwacht langsam aus dem Dornröschenschlaf. Ich wollte damals immer Dornröschen sein, weil ich so ein Vielschläfer war, ne? Du kannst dich an dem Duft der ersten zarten Blüten und der belebenden Frühlingsluft erfreuen. Blüten sind noch nicht so viele da, aber ich habe heute auch bei uns am Vogelhäuschen eine Biene gesehen und habe ihr auch gesagt, du Schätzelein, hier ist noch nicht wirklich viel am Blühen, geh mal wieder erstmal ein bisschen weiter, ne? Aus Japan stammt die Tradition der Kirschblütenschau, Hanami. Ich liebe dieses Kirschblütenfest, ernsthaft, es ist so schön. Die zarten Knospen entstehen, erblühen und vergehen im März in wenigen Tagen. Ein Sinnbild für die Schönheit und Vergänglichkeit. Das Erstrahlen der Natur führt zu warmen Gedanken, welche die Fantasie anregen und zu neuen Projekten im Haus oder im Garten inspirieren. Safe. Also wir sind sowohl gleichzeitig im Garten am Machen, weil man halt wieder alles so ein bisschen auf Aktion einstellt, ne, draußen Unkraut zupfen und so weiter, als auch oben. Ich habe auch gerade einen Blaumann an. Also, ne, ihr seht es nicht, aber ich habe einen Blaumann an. Glaubt ihr mir nicht? Ich habe einen Blaumann an. Ja, ich muss gleich noch streichen. Deswegen, ne, Aktionismus und so. Ja, ist gerade ein bisschen runtergerutscht. Habt ihr meine Unterhose gesehen? Das tut mir leid. Das ist hier ja unglaublich. Monsieur liegt hier im Hintergrund und pennt. Er kriegt aktuell ganz, ganz, ganz besonders viel Liebe von mir, weil ich habe mein Projekt fast vollendet, was ich, eigentlich mein Semi-Projekt, um das mal so zu sagen. Seid gespannt. Es dauert nicht mehr lange, Leute. Dann kommt was raus. Da hat keiner mit gerechnet, sage ich euch. okay, das Erstrahlen der Natur führt zu warmen Gedanken, welche die Fantasie anregen und zu neuen Projekten. Genau, das hatten wir schon. Für fleißige Gärtner, Gärtnerinnen bedeutet die Zeit des Erwachens nicht nur Gemütlichkeit. In der Märzbox gibt es daher Produkte zum Entspannen und Beruhigen. Sie sollen deinem Körper neue Lebensenergie verleihen. Das brauche ich, ja.
Du findest auch Samen, um im Garten, auf dem Balkon oder in der Küche kleine Pflanzen zu ziehen. Erfreue dich mit der Blooming Garden Box am Erwachen der und Wachsen der Natur. Ja, geil. Und dann hat Sarah vom Trend Raider Boxenteam hier auch noch ein Zitat mit reingegeben. Fröhlicher Gesang von Vögeln, die wärmer strahlende Sonne, die ersten Blüten und Knospen an den Bäumen, das sind die schönen Seiten am Frühling. Ich suche neue Eindrücke bei Spaziergängen in Wäldern und auf Feldern. Außerdem treffe ich mich wieder mit Freunden in Parks und Cafés. In kurz, viel Natur, sonnefrohe Farben und viele Freunde. Ja, das hört sich doch sehr, sehr schön an, ne? Und dann haben wir auch noch hier einige Sachen drin stehen, mit dem Trendkalender durch die Gartensaison zum Beispiel, ne? Welches Gemüse wann reif ist und so weiter. Die Boxmagie beginnt und so weiter und so fort. Und hier haben wir auch noch ein Rezept immer mit dabei. Dieses Mal Radieschensprossensalat. Nom, die Grillsaison fängt an, Leute. Und für den April haben wir jetzt auch einen Spoiler, weil ihr könnt diese Box jetzt aktuell gerade nicht mehr bestellen. Die ist schon ausverkauft. Ab dem 15. oder ab dem 16. ist dann quasi erst die nächste Monatsbox bestellbar quasi, ne? Und ja, das heißt, wenn ihr jetzt bestellt, bestellt ihr die Aprilbox. Der April ist ein wahrlich aufregender Monat. Regen, Sturm, Hagel und Sonnenschein können sich am gleichen Tag abwechseln. Um bei diesen abwechslungsreichen Umwelteinflüssen die innere Balance zu finden und zu behalten, haben wir uns etwas Besonderes für dich ausgedacht. Find Your Balance ist aus dem Grund das Motto für die Aprilbox. Ist aus dem Grund das Motto für die Aprilbox. Lifestyle-Produkte aus den Bereichen Fashion, Food, Wellness und Design sollen dir auch an kalten und unbeständigen Tagen die Schönheit des Lebens zeigen und deinen Körper und Geist in Einklang bringen. Im 12-Monats-Abo darfst du wieder auf ein tolles Green Ticket hoffen. Genau, wenn man nämlich das 12-Monats-Abo hat, bekommt man auch immer so ein bisschen Special, ne? Also, dass man halt quasi nicht nur weniger für die Box bezahlt, sondern auch nochmal mit einem Produkt extra ab und an dafür belohnt wird. So, jetzt aber endlich mal Produkte zeigen, Claudinchen. Ich habe hier als allererstes sonnengereift Mango und Maracuja. Das natürliche Kaubonbon. Ach cool, von Boa. Wie viel ist denn hier drin? Keine Ahnung, das sehe ich hier gerade nicht auf den ersten Blick. Aber das sind halt so Kaubonbons. Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Kann man gut, ne? So naschen finde ich ganz nice. Doch, ne? So, wenn man oben am Machen ist, irgendwas Süßes im Mund zu haben, ist auch mal ganz fein. Und dann habe ich hier Socken drin. Das habe ich auch schon bei anderen Unboxings gesehen, zum Beispiel bei Unbox Butterfly Nicole oder bei Franka's Favorites. Die haben die auch gezeigt. Many Mornings in der Größe 39 bis 42. Passt, ich habe 41. Cherry Blossom. Und das ist so witzig. Du hast hier nämlich Kirschen und Kirschblüten drauf, aber die sind nicht identisch. Ne? Das sind zwei unterschiedliche Socken. Ich lieb's. Ich liebe es wirklich. Also finde ich großartig, wird auch direkt in Einsatz bei mir kommen. Ab und an haben wir halt auch so ein bisschen Fashion hier mit dabei, ne? Irgendwie so mal so ein Stirnband, Socken, keine Ahnung, mal eine Mütze oder so, ne? Ich feiere das. Ich mag sowas ja. Ich weiß nicht, ob es da jetzt Alternativen zugegeben hätte. Nee, jeder hat diese kreativen Socken. Dann haben wir hier etwas mit drin. Ach, du ahnst es nicht. Hanf-Sesamriegel. 3x25 Gramm. Sowas finde ich als Frühstück auch mal ganz cool, ne? Hast du hier so Hanfriegel mit drin. Ich habe gestern noch mit Marion geschrieben, mit Trisana Tantler. Und da hatte sie mir auch ein Foto von der Schokolade geschickt, eine Hanfschokolade. Und dann schrieb sie mir auch, irgendwie hat die komisch geschmeckt. War auch scharf, ne? Also ja, herzlich willkommen. Hanf ist jetzt auch bei uns in der Küche angekommen, ne? Kann man sich auf jeden Fall so gönnen. Hätte ich jetzt auch gerade echt Bock drauf, muss ich gestehen. Dann habe ich jetzt hier was von Santa Verde drin. Eine Aloe Vera Cream Medium. Fördert die Regeneration und reguliert die Hautbalance. Aha, 30 Milliliter sind hier drin und das ist natürlich vegan und tierversuchsfrei. Es gibt auch eine vegane Variante von der Box. Ich habe mich jetzt für die klassische entschieden und die Produkte sind, glaube ich, grundsätzlich alle tierversuchsfrei. Und halt nachhaltig, ne? Genau, ja, ist halt so eine kleine Creme. Kann man gut gebrauchen. Warum eigentlich nicht? Hätte es da Alternativen zu geben? Das gucken wir doch mal nach. Die steht nicht hier drin. Also wir haben ja hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, ne? Aber hier steht die Box, die Santa Verde-Geschichte nicht mit aufgeführt. Hier, doch, hier, oh, dein Trend-Goodie als 12-Monats-Abonnentin bekommt man das nämlich. Ach so. Ach, du ahnst es nicht. 26,90 Euro ist die wert. Wow, die sieht so schlicht und elegant aus. Und ja, krass. Okay, also wenn du ein 12-Monats-Abo abgeschlossen hast, bekommst du die halt mit dabei. Wow, das ist gerade echt so, ne? Krass. Okay,
Dann gucken wir mal weiter. Hier habe ich etwas drin und zwar von Cosnature. Das haben wir öfters mal in der Trend Raider Box als Marke mit drin. Und zwar ist es eine Handcreme mit Calendula, Intensivpflege für Hände und Nägel. Guckt euch meine Hände an. Sie brauchen Liebe, ne? Ich bin halt oben gerade, wie gesagt, am Renovieren. Gestern Abend habe ich meine Fingernägel mal ablackiert, weil sah alles ganz schlimm aus. Da war überall Farbe drunter und so. Und ja, deswegen, ne, heute Abend bekommen sie auch neue Liebe. Aber ja, wie gesagt, gestern ablackiert und Fingernägel geschnitten und sowas kann ich gerade sehr, sehr gut gebrauchen. Finde ich klasse. Und das ist eine Marke, die kriegst du, glaube ich, im Müller oder in Apotheken. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kriegt man die bei Eco Verde, glaube ich, in dem Online-Shop. Ich verlinke euch eh die Produkte, wenn ich die online finde, in der Infobox. Ne? Und ja, finde ich nice. Handcremes kann man jetzt wirklich gut gebrauchen, auch wenn jetzt gerade auch gut, ne? Ja, ich bekomme relativ viele Boxen und packe die hier aus, ne? Weil ich sie selber im Abo habe oder weil ich sie zugeschickt bekomme. Und dann kommen jetzt gerade im März, April, Mai halt super viele Handcremes bei mir an. Das ist immer eine Eskalation, aber daran merkt man, dass die Boxenpacker halt auch genau wissen, dass man jetzt Handcremes sehr gut gebrauchen kann, ne? Es ist immer so eine Sache. Und diese Handcreme hat, glaube ich, auch jeder drin. Ich gucke nochmal schnell nach. Ja. Möchte ich nämlich am liebsten auch immer irgendwie mit dabei sagen. Ne? Macht eigentlich so Sinn. Dann habe ich hier was drin von, ach du ahnst es nicht, Nada Simply Care Zero Waste. Ein frisches Duschgel, Haut und Haar intensiv pflegen. Konzentrat zum Anmischen. Wie geil ist das denn? Das ergibt 200 ml mit warmem Wasser. Sehr interessant. Guckt euch das mal an. Also ich habe ja tatsächlich auch, dadurch, dass ich mir damals den Everdrop Adventskalender auch bestellt habe und den vorgestellt habe und so, ne, eben durch die Trend Raider Box tatsächlich wurde ich darauf aufmerksam, habe ich einiges an Putzsachen so zum Anmischen. Ich habe auch die, ich habe schon wieder den Namen vergessen, so eine ganz coole Seife, die ich auch selber mir angemischt habe, ne, fand ich auch total super. Und hier hast du halt ein Duschgel. Du sparst dir daran halt echt diese ganzen Transportkosten von oder Transportemissionen und so weiter von Wasser, weil das brauchen wir nicht. Das haben wir ja im Prinzip alle im Wasserhahn hier. Du hast auch irgendwo safe eine leere Flasche rumfliegen, wo du das drin anmischen kannst. Ich finde das wirklich klasse. Ne? Also das ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Und alternativ hätte man ein festes Shampoo und einen Conditioner haben können von Dein Duschdate Clara. Das wäre vom Wert 12,95 und ein oder ein Rosenduschgel von Panier Descent für 9,75 vom Wert. Ja, da bin ich jetzt eigentlich in der goldenen Mitte ganz gut unterwegs und ich finde das eigentlich ganz cool und interessant. Dann habe ich hier ein Produkt drin von Monio Spa. Da hatten wir auch schon mal Toner und so. Nee, nicht Toner. Ein Primer hatte ich damit schon mal davon. Sandalwood and Lemon Bath and Body Oil. Liebe ich, werde ich verwenden. Ja, so ein Klopperfee, ne? 300 ml. Denn ich verwende gerne Körperöle für meine Oberschenkel. Da habe ich meine Wachstumsstreifen, weil ich zu schnell gewachsen bin. Anfängliche Zellulite lässt sich halt auch jetzt gerade feststellen. Sowas verwende ich aber auch super gerne halt für meinen Intimbereich, weil ich epiliere mich ja auch. Ich rasiere mich mittlerweile gar nicht mehr. Ich epiliere ausschließlich meinen Körper. Und ja, deswegen. Also dafür ist es für mich wirklich sehr gut geeignet. Finde ich klasse. Ich glaube, das hat auch jeder drin. Genau. Was? 42 Euro ist übrigens der Wert von diesem kleinen 300 ml Moped. Wow. Limone mag ich eigentlich nicht so gerne vom Duft her. Sandelholz mag ich eigentlich schon ganz gerne, ne? 42 Euro. Ui, dann habe ich hier Claro mit dabei. Teste den Testsieger. Klassik Geschirrspül-Tabs. Mensch, zwei Tabs sind hier drin enthalten. Jo, ne? Also bei uns läuft die Geschirrspülmaschine öfters mal. Dementsprechend ist es eine ganz gute Geschichte. Ich weiß nicht. Ist hier aufgeführt. Ein hier kleines Feature zum Frühjahrsputz. Das ist so ein kleiner Goodie, der mit dabei gelegt worden ist. Ja, finde ich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie mit einer Wiederverwendung oder nee, das ist die Die Folie löst sich nicht auf, die muss man abmachen. Das heißt, ich muss meinen Freund darauf hinweisen, dass er bitte daran denkt, die Folie abzumachen. Denn sonst haben wir halt diese Tabs, wo sich diese Folie auflöst. Wobei, biologisch abbaubar. Nee, das bezieht sich nur auf das Tab an sich, ne? Nee, alles gut. Zweimal Geschirr spülen damit, finde ich auch ganz gut, ne? Das passt. Frühjahrsputz ist jetzt auch auf jeden Fall angesagt. So, hier habe ich Zitronenmelisse mit drin. Die werde ich auf jeden Fall anpflanzen. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil sowas vermehrt sich extrem, so eine Melisse, ne? Ist aber nicht schlimm. Ja, Samenmeier, Gras nachhaltig, Papier verpackt. Na guck, 0,3 Gramm haben wir hier drin. Und hier hätte man, glaube ich, auch, genau, unterschiedliche Saaten bekommen können.
Bio-Kräutersamen. Also entweder hat man Drachenkopf, hätte man hier auch mit dabei haben können. Oder man hat so eine Bio-Keimsaat-Radieschen-Geschichte. Das hätte ich auch cool gefunden. Ne? Wobei das hier natürlich deutlich einfacher in der Anwendung ist. Das streue ich mir einfach in ein Beet und dann kommen die und dann ist fertig. Ne? Ja, ich müsste auch irgendwo noch Minze gepflanzt haben, sodass ich das einfach dazugeben kann. Und dann wird unser Kräutergarten wieder erweitert, weil wir haben einen sehr, sehr schönen Kräutergarten. Das war immer mein Wunsch gewesen. Und ja, bevor wir halt das Haus gekauft haben oder halt als wir noch in der Mietwohnung gewohnt haben, dass ich einen Kräutergarten haben möchte. Und den habe ich mir, also den Wunsch habe ich mir hier realisiert. Und das ist total super. Dann habe ich hier was von Polynature von Bee Home oder weiß ich nicht. Le Femme de Sainte Marthe. Eine blühende Mischung aus 19 Wildpflanzen für ein kleines Wildbienen- und Insektenparadies. Hier ist allerhand drin und das finde ich auch cool. Ich hatte nur letztens tatsächlich sowas schon irgendwo mit drin und irgendwann ist unser Garten voll. Ne? Das muss man halt auch mal so sagen. Die haben alle mit dabei. Das ist für Wildbienen. 8,50 Euro hat das vom Wert her. Finde ich aber cool. Also wir haben auch ne, bei uns in der Nachbarschaft einen Hobbyimker. Da kommen die Bienen immer an. Freuen sich, dass wir einen Teich haben und dass sie da trinken können, gerade im Hochsommer. Es ist gefühlt das ganze Ufer voll mit trinkenden Bienen. Das ist so schön. Manchmal nehme ich euch auf Instagram da auch mit, weil das sind alles auch sehr ruhige Bienen, sehr freundliche Bienen. Die stechen auch nicht. Die wollen einfach nur ihre Ruhe haben, ein bisschen ausruhen und dann nachher weiterfliegen. So ein bisschen ne, dies, das, Ananas bestäuben und das Leben genießen. Und überhaupt nicht aggressiv. Deswegen, wenn ihr Bienen seht, nicht einfach mit der Zeitung draufhauen. Das habe ich leider oft genug mitbekommen. Sondern leben und leben lassen. Das finde ich ganz wichtig. Und deswegen finde ich das schön, dass wir hier nochmal diesen Anreiz auch in der Box mit drin haben. Mensch! So, hier habe ich, ach guck mal, Nada. Da habe ich zu dem, was wir eben hatten, zu dem festen Duschgel auch noch eine Flasche. Das ist cool, ne? Falls du also keine leere Flasche mehr zu Hause hast, hättest du eine mit in der Box gehabt. Dann habe ich hier was Großes drin. Pflanzenliebe Biotaurus. Pflanzenaktivator für üppige Zimmerpflanzen. Oh, die poppen bei uns auch wie solche Leute, ich sag euch das. Also unsere Zimmerpflanzen, die wachsen und gedeihen. Da muss ich gefühlt immer überlegen, ob ich noch irgendwo einen größeren Topf hinkriege oder ob ich vielleicht unsere Fensterbank nochmal anbauen sollte. Also da habe ich eigentlich keine Last mit, dass die bei uns nicht gut wachsen. Lebende Mikroorganismen sind hier drin, die natürliche Alternative zu Dünger. Natürliche Wohlfühlkraft. 250 ml haben wir hier drin, aber es stimmt wohl. Ne? Das ist ganz schön, wenn man sowas für Balkonpflanzen verwenden, für Zimmerpflanzen verwenden könnte. Alternativ zu der Pflanzenliebe für Indoor-Pflanzen hätte es nämlich tatsächlich auch noch die Balkon-Oase gegeben, also quasi für Outdoor-Pflanzen. Das hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen besser gefunden, weil drin wächst bei uns alles super, aber draußen halt nicht so ganz so bombastisch. Wobei es auch da alles wächst und gedeiht, ne? Aber da könnte ich vielleicht noch den ein oder anderen Düngerschub gebrauchen. Egal, ne? Dann werden die Pflanzen hier drin halt noch mehr eskalieren dürfen. Mhm. Hier habe ich noch was mit drin, was Kleines. Das ist das Daily Vitamin Shot. Nahrungsergänzungsmittel, kühl, trocken und dunkel lagern, gut schütteln. One Shot, that's it. Ach so, das soll ich dann jetzt also trinken. Go Beyond. Mhm. So ein kleines Moped ist das. Hier schaue ich auch mal, ob alle das drin haben. Nee, entweder hast du dieses Ding mit dabei oder du hast so ein Sleep Ink mit dabei. Das ist so ein Gute-Nacht-Drink, den hatte ich auch schon mal. Der ist ganz lecker und so, ne? Ich glaube bei Melloflori, die hat die Box doch auch vorgestellt. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Die macht auch sehr, sehr coole Vlogs und so Minimalism-Game und sowas, ne? Sehr, sehr interessant. Und ja, ich gönne mir jetzt diesen Shot, weil das ist ja jetzt belebend. Es ist nachmittags, da kann ich auch noch ein bisschen mehr Belebung brauchen. Wie gesagt, ich gehe gleich oben weiter renovieren, ne? Prost! Hm. Hui! Im ersten Moment fühlt es sich süß an. Da kommt ein Hauch Ingwer in den Rachen und dann wird es sauer. Aber lecker. Also ich kann mir das vorstellen, dass ich das jeden Tag trinken würde, ne? Ist nicht schlecht. Doch. Guck an. Guck an, guck an. Dann habe ich hier noch etwas drin. Und zwar ist das einmal eine Postkarte. Ist so. Au. Das werde ich als Verlosungspostkarte mal verwenden. Und dann habe ich hier eine Zeitschrift mit drin. Auch sowas finde ich immer cool. Meine Freundinnen fragen mich in letzter Zeit öfters nach Zeitschriften. Ja, dann habe ich jetzt immer mal wieder was, ne, was ich denen auch geben kann. Anderswo. Europa nachhaltig entdecken. Oh, schön. Das ist so ein Reisegedönsen. Das kostet normalerweise 7,50 Euro. Und dann kannst du quasi mit diesem Magazin durch Deutschland reisen. Das finde ich ja cool. Und, oder durch Europa vielmehr, ne? Das ist ja schön. Ja, dieses Jahr fliege ich nach Korfu zusammen mit der lieben Nelly.
Ich freue mich schon. Und Amelie ist übrigens auch mit dabei. Genau, ja, schön. Gipfeltrail, Hochschwarzwald, besondere Übernachtungserlebnisse im nördlichen Schwarzwald, LAN statt WLAN. Ja, auch das ist auch mal eine ganz gute Geschichte. Nee, finde ich cool, ne? So ein bisschen durch eine Zeitschrift ein bisschen reisen zu können. Ihr Lieben, das war wieder die Trend Trader Box und ich finde es immer total fancy pansy, die auszupacken, weil wir hier so außergewöhnliche Produkte drin haben. Ich liebe es natürlich, mit euch zusammen auch meine ganzen Beauty-Boxen durchzustöbern, zu analysieren, die zu testen und so. Aber die Trend Trader Box ist für mich persönlich immer so eine ganz spezielle Box, weil hier auch so relativ viel Lifestyle mit dabei ist, ne? Und einfach für mich persönlich halt die perfekten Produkte drin sind, weil ich mich auch einfach mal so ein bisschen dann nachhaltiger verhalten kann, nachhaltiger leben kann. Ich find's cool. Und wenn dir diese Box gefallen hat, dann schau gerne in der Infobox vorbei. Box, 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 Box. Da habe ich dir die ganzen Links mal dazu reingesetzt, auch mit dem Code und so weiter. Ne? Kannst du in Ruhe nochmal nachlesen, weil ich rede ja wahrscheinlich etwas ohne Punkt und Komma manchmal hier. Ja, das war's. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.